Taylor Swift kann einpacken in Wien. Die Österreicher, sie kapitulieren vor der neuen Gefahr. Nein, nicht von rechts, sondern von der islamistischen Seite. Sie sehen sich nicht in der Lage, 3 Konzerte in Wien zu beschützen. Das ist ein Armutszeugnis für die Republik. Aber wir erklären alles in diesem Video und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ein Schlag ins Gesicht für alle Taylor Swift-Fans. Es gibt in Wien keines der 3 angesagten Konzerte. Selbstverständlich sollen die Ticketkosten innerhalb von 10 Tagen bereits zurückerstattet sein. Da Taylor Swift einfach unfassbar viel Geld hat, glaube ich auch, dass dieses Rückerstatten hier das kleinste Problem am Ende sein wird. Wie ist das Ganze allerdings passiert? Es gab mal wieder eine Warnung eines ausländischen Nachrichtendienstes. Ja, wer hätte es gedacht? Die eigenen Nachrichtendienste, sie sind nur Erfüllungsgehilfen, denn sie sind blind und zwar inzwischen auf allen Augen, wenn man so möchte. Denn es gibt jetzt hier junge Leute, ein 19-Jähriger, ein 17-Jähriger und 3 Leute auf der Flucht, die dafür verantwortlich sind, dass 3 Konzerte mit je 62.000 Besuchern, also 186.000 Leute, können nicht beschützt werden vor 3 wild gewordenen Teenagern. Das ist wirklich eine Schande und sie versuchen es noch nicht mal, ja? Nein, stattdessen wird einfach alles abgesagt und man bittet die Bevölkerung, naja, es ist halt so, ne, ein bisschen schlecht jetzt und naja, gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Ich bin völlig entsetzt. Gestern Abend kam diese Meldung, noch mit wenigen Informationen. Inzwischen haben sich die Informationen durch das Netz gefressen und wir können berichten. Es gab eine Razzia der Antiterroreinheit von Österreich. Dabei wurden unter anderem auch chemische Substanzen sichergestellt. Der 19-Jährige, der hier nordmazedonischer Herkunft ist und laut Ermittlungskreisen erst vor kurzem im Internet dem Islamischen Staat beigetreten ist sozusagen, soll in einem metallverarbeitenden Betrieb in Ternitz in Niederösterreich gearbeitet haben und dort Chemikalien für den Bau einer Bombe entwendet haben. Als das Antiterrorkommando angerückt ist, ging man davon aus, dass das Haus des mutmaßlich 19-jährigen Täters hier mit Sprengfallen gesichert worden ist. Dem war allerdings nicht so. Man hat dann die umliegenden 100 Personen, die man vorläufig evakuiert hat, wieder in ihre Gebäude zurückgelassen. Darunter war auch ein ganzes Seniorenwohnheim, was man mal vorübergehend evakuiert hat, weil man nicht wusste, was hier los ist. Die österreichischen Spezialkräfte haben gestern am 7. August, also Mittwoch, den 7. August 2024, dann in Ternitz diesen 19-jährigen mutmaßlichen Attentäter festgenommen. Die Auftritte von Taylor Swift wären heute Morgen und übermorgen in Wien gewesen. Der 19-Jährige, wie gesagt, ist nordmazedonischer Herkunft. Es ist dann im Zuge der Ermittlungen, haben sie dann einen zweiten Verdächtigen ausfindig machen können, der sich im Großraum Wien aufgehalten hat. Ein 17-Jähriger wurde dort verhaftet. Gestern im Laufe dieser Ermittlungen konnten sie auch einen dritten 17-Jährigen verhaften. Somit gibt es noch 2 weitere Verdächtige, die noch auf der Flucht sind. Nach ihnen wird europaweit gefahndet und soll ich euch was sagen? Es gibt kein Foto, ja? Das ist völliger Wahnsinn. Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Terroristen und sie geben uns nicht mal ein Foto. Ich frage mich ja, wissen sie denn überhaupt selbst, wie sie aussehen oder suchen sie nur ein Phantom? Die Polizei hat aus diesem Grunde, weil 2 Individuen hier noch auf der Flucht sind, dann einfach mal für 186.000 Leute alle 3 Konzerte abgesagt, denn es besteht weiterhin eine abstrakt hohe Gefahr für die Auftritte des Megastars. Und da muss man sich mal fragen, Leute, ihr wollt Krieg spielen gegen Russland, ihr wollt dies machen, ihr wollt das machen und ihr seid nicht mal in der Lage, ein Konzert in dieser Größenordnung sicher durchzuführen. Leute. Ihr habt überhaupt keine Idee, ihr habt überhaupt kein Konzept, wie man das machen kann, ja? Ihr seid Duckmäuser gegenüber den Leuten, die uns hier das Leben zur Hölle machen wollen, ja? Ihr gebt klein bei und streicht ersatzlos diese 3 Konzerte und sagt, ja, dann ist es halt so, dann müssen wir jetzt damit leben. Anstatt diesen Leuten eine klare Kante zu zeigen, die größten Sicherheitsmaßnahmen in Wien aufzufahren, die Cobra-Einheiten auszupacken, auch das Militär auszupacken, einen Sperrkreis um Wien zu ziehen und einfach jeden zu kontrollieren, der in dieses Konzert will. Ihr sagt, das sei nicht möglich. Ihr habt keine Lust, ihr habt keine Kochonis in der Hose. Ihr wollt nicht die Bevölkerung schützen, damit sie auch in Freizeit ihre Aktivitäten ausführen können, so wie wir das gewohnt waren aus der Vergangenheit. Ich warte drauf, dass es Rock am Ring und Wacken und so weiter alles nicht mehr gibt,
weil man uns nicht mehr vor wild gewordenen Individuen schützen kann. Das ist ein Armutszeugnis für die Länder, die jedes Jahr nur danach schreien, die Polizei braucht mehr Befugnisse, mehr Personal und mehr Geld. Wenn es dann zum Ernstfall kommt, dann sind sie alle nicht mehr da. Es ist wirklich so. Die sind dann alle auf einmal weg. Der österreichische Kanzler Nehammer schreibt dazu jetzt auch auf X, die Situation um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst. Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN mit ausländischen Diensten konnte die Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert werden. Leute, sie verarschen euch und ihr merkt das nicht, ja? Man muss mir vorstellen, heute wäre das Konzert gewesen, heute Abend. Gestern in der Früh gibt es quasi diese Durchsuchung. Das heißt, 36 Stunden vor dem geplanten Anschlag kriegen sie überhaupt mit, was los ist, weil ihnen ein ausländischer Nachrichtendienst einen Tipp gegeben hat. Ohne diesen Tipp würde wahrscheinlich heute eine Katastrophe in Wien stattfinden. Eine richtige Katastrophe. Aber natürlich im besten Österreich aller Zeiten. Ich grüße alle, die hier zuschauen, sind ja auch einige. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln und dann nein, nein. Ja, die Frage ist ja nur, der entscheidende Hinweis zur Terrorzelle von einem ausländischen Nachrichtendienst, welcher war es? NSA, CIA, MI6, GCHQ oder doch der Mossad? Irgendeiner von denen wird es am Ende wieder gewesen sein. Sie haben hier nämlich im Internet ein Video aufgespürt des 19-Jährigen, in dem er dem IS die Treue geschworen hat. Vermutlich das Video, was hätte heute Abend nach dem geplanten Anschlag hätte als Bekenntnis zur Terrormiliz veröffentlicht werden sollen. Und selbstverständlich, wie denkt ihr euch das? Wie wäre dieser Anschlag abgelaufen? Man plante mit dem 19-Jährigen hier ein Selbstmordattentat in der Konzerthalle. Es gibt jetzt hier auch Nachbarn, denen sogar die Radikalisierung dieses Nordmazedoniers aufgefallen ist. Er hatte auf einmal eine vollverschleierte Frau und einen ewig langen Bart. Sagen die Anwohner, sind nicht meine Worte. Jetzt ist es so, die Taylor Swift-Fans, sie sind traurig und ich kann auch nur sagen, ihr seid zu Recht traurig. Die nächsten Termine, sie sind nämlich jetzt in London. Alle 5 Termine im Wembley Stadion sollen Stand jetzt stattfinden. Ihr wisst noch, die Krawalle in England sind wegen dem Anschlag auf die Kinder bei einem Taylor Swift Workshop entstanden. Es ist jetzt hier bezeichnend, dass Taylor Swift schon zum zweiten Mal anscheinend in wenigen Tagen hineingezogen wird von irgendwelchen Fanatikern, von irgendwelchen Spinnern. Ich finde es viel bedauerlicher, dass 2 freilaufende Individuen ganz Österreich auf den Kopf stellen können, und zwar so auf den Kopf stellen, dass wir einfach alles absagen. Da frage ich mich, wie wollt ihr denn ernsthaft euren Staat verteidigen, wenn ihr nicht mal in der Lage seid, ein paar tausend Konzertbesucher vor 2 wild gewordenen Spinnern zu beschützen? Ihr könnt es einfach nicht, aber dann uns erzählen wollen, wir können Krieg gegen Putin führen. Ihr seid sowas von Banane, Leute. Ihr seid sowas von Banane. Ich wünschte, ich hätte wieder diese Bananenpflanze hinter mir, wie in meinem letzten Urlaub. Bananenrepublik, Deutschland, Österreich, Bananen-Europa kann man inzwischen sagen. Es ist ja einfach beschämend für alle, die jetzt hier Opfer geworden sind, verfehlter Einwanderungspolitik, verfehlter Innenpolitik und verfehlter Sicherheitspolitik. Denn würden wir einfach unsere Gesetze konsequent anwenden, hätten wir viele dieser Probleme nicht. Ob es in diesem Einzelfall auch so wäre, dass wir diese Leute gar nicht hätten, muss man erst noch prüfen mit den Ermittlungen. Allerdings, naja. Was soll man dazu sagen? Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram. Bald haben wir es geschafft mit den 100.000. Ich freue mich wirklich ein bisschen. Ob ich die Millionen dann schaffe, halte ich für ausgeschlossen. Halte ich wirklich für ausgeschlossen. Also müssen wir uns irgendwie ein anderes Ziel setzen. Aber bleibe dran, es bleibt spannend. Damit ciao.